Long, long time ago, I can still remember. Hallo zusammen. Heute treffen wir uns wieder zu einem sehr, sehr spannenden Termin. Und zwar möchten wir das Thema Entstehung der Homöopathie weiter beleuchten. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Wie ist sie entwickelt worden? Und dazu gibt es so ein Thema, was da im Hintergrund ist, der sogenannte China-Rindenversuch. Dazu habe ich heute den Experten Stefan Ulbricht hier, der aus Solingen extra angereist ist und uns dazu was erzählen kann. Ja, lieber Stefan, dann würde ich die Bühne freigeben und die Zuschauer dürfen sich auf etwas Tolles freuen. Why improving thereby? There's more power and less substance when the potency's high. Them good old boys will always try to deny. Like yours liking how it applies. Like yours liking how it applies. Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Olberts. Ich bin Heilpraktiker, Homöopath seit 20 Jahren und ich bin jetzt eingeladen worden, um hier die Entstehungsgeschichte der Homöopathie ein bisschen darzustellen und den sogenannten China-Rindenversuch. Also es ist so gewesen, dass Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie, irgendwann eine Übersetzung gelesen hat von einem schottischen Naturheilkundler, glaube ich war es. Und der hat halt einfach in seinem Bericht behauptet, dass die China-Rinde ein Mittel gegen Malaria ist. Und Hahnemann hat das hinterfragt und hat sich überlegt, warum kann das so sein oder wie kann das so sein, und hat dann für sich selber entschieden, dass er Substanzen von dieser China-Rinde zu sich nimmt, um zu beobachten, wie sein Körper reagiert. Der hat also diese Substanz genommen und hat festgestellt, dass sein Körper Fieberschübe entwickelt. Und so ist das halt bei der Malaria. Es kommt Fieber, es geht Fieber. Also die Erkrankung kommt in Schüben. Und so ähnliche Schübe hat er dann wahrgenommen an seinem Körper. So. Und er hat sich die Frage gestellt, ob es sein kann, dass wenn eine Substanz einen gesunden Körper krank macht, ob es nicht sein kann, dass dieselbe Substanz, wenn man sie verändert, einem kranken Menschen wieder helfen kann. Und das ist die Grundidee der Homöopathie. Der Begriff Homöopathie kommt aus dem Griechischen, bedeutet Homöos für gleich und Pathos für Leiden, also gleiches Leiden. Und damit soll eigentlich nur ausgedrückt werden, dass eine Substanz, die, wie eben schon gesagt, bei einem gesunden Menschen krank machen kann, auf der anderen Seite einen kranken Menschen auch wieder gesund machen kann. Dabei ist es natürlich nicht geblieben. Er hat dann mit Freunden zusammen diesen Versuch wiederholt, und auch bei denen war das so, dass der Körper mit bestimmten Symptomen, die der Malaria ähnlich waren, reagiert hat. Und danach ist das wieder abgeflaut. Also er konnte diesen Versuch immer wiederholen. Und es gab damals Substanzen, von denen man wusste, dass sie bestimmte Symptome hervorrufen, wie zum Beispiel, man hat Quecksilber genommen, um Geschwüre wegzuätzen. Also Quecksilber macht Geschwüre weg, und das homöopathische Quecksilber, Mercurius, ist zum Beispiel eines der wichtigsten Mittel, die wir zur Verfügung haben, bei Veränderungen des Magens, also überall da, wo Schleimhäute angegriffen sind, am Zahnfleisch, am Darm, im Magen. Also auch da ist wieder zu sehen, da wird dann Gleiches mit Gleichem behandelt. Und Hahnemann hat dann damals auch Aufzeichnungen studiert von unbeabsichtigten Vergiftungen, um einfach ein größeres Repertoire auch an Mitteln einfach zur Verfügung zu haben. Und dann kam, und das ist dann der weitere Punkt, die Frage natürlich, wie verabreiche ich diese Stoffe, damit sie eben beim kranken Menschen helfen und den nicht noch kränker machen. Manche Substanzen sind ja giftig, und er hat angefangen, das zu verdünnen und zu verreiben, so dass dadurch homöopathische Verdünnungsstufen oder Potenzen sich entwickelt haben. Aber das ist ein anderes Thema, da werde ich oder jemand anders dann nochmal was zu erzählen. Also das ist der sogenannte China-Rindenversuch, Homöopathie, gleiches Leiden, gleiches wird mit gleichem behandelt. You have faith in Hahnemann, if the proofs tell you so.